Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über alle Food Centurions Team 2 Leaks, die bisher bekannt sind. Ihr seht schon im Hintergrund, es werden natürlich wieder Icons kommen. Ein zweites Team wird kommen, also auch normale Centurions Karten. Und wir bekommen sehr, sehr nice SBCs jetzt demnächst. Ihr seht auch schon im Hintergrund, Eusebio wird kommen im Team 2. Das wird echt geisteskrank. In Team 1 hatten wir ja schon Hullet. Die Stats auf dem Bild sind natürlich nur Predictions. Kann auch sein, dass die Karte ein bisschen anders aussehen wird. Aber so ungefähr wird der aussehen. Wenn er auf diesem Kanal ist, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wer Bock hat, wir sind auf jeden Fall nochmal morgen live. Denke zum 19 Uhr Content. Ich bin eigentlich fast jeden Tag live. Also wer Bock auf Livestreams hat, gerne vorbeischauen. Und ja, Eusebio wird wahrscheinlich die teuerste Icon. Als zweitteuerste, denke ich, wird Zico. Der wurde auch schon geleakt. Das heißt, der ist auch in Team 2 am Start. Sehr, sehr kranke Icon mit sehr, sehr geilen Stats und 5-Star, 5-Star. Dann bekommen wir noch einen Centurion Zanetti, der auf jeden Fall spielbarer ist als seine normale Icon. Trezeguet, für ihn gilt dasselbe. Die normale Icon, die ist ja echt unspielbar und ich glaube, die kostet nicht mal 100k. Auch er bekommt eine Centurions Icon. Makelele wird auch kommen in Team 2 und das könnte so eine Icon sein, die man eigentlich sehr, sehr gut spielen kann und die wahrscheinlich nicht allzu teuer sein wird. Und Ashley Cole bekommen wir auch noch als Centurions Icon. Und wie eben schon erwähnt, bekommen wir sehr, sehr nice SBCs. Der La Liga POTM ist Bellingham. Das wurde schon geleakt, das heißt, demnächst bekommen wir eine Bellingham SBC. Wahrscheinlich als Hullet Gang, also alle Stats über 80. KDB ist in Team 2, darauf gehen wir aber später noch ein, weil es wurden noch sehr, sehr viele andere Karten geleakt. Und Vidic kommt als Icon SBC. Der wurde allerdings schon letzte Woche geleakt, ist bisher noch nicht rausgekommen. Kann natürlich sein, dass der halt morgen, also Donnerstag oder Freitag kommen wird oder halt erst später, wenn das Team 2 dann schon draußen ist. Und von den normalen Spielern, ihr habt sie eben schon gesehen, wurde KDB geleakt, das heißt, der ist in Team 2 dabei. Außerdem soll noch Musiala kommen, ich bin gespannt, was der für Stats bekommt. Und wir bekommen Toni Kroos, also sehr, sehr krasse Mittelfeldspieler, die im Team 2 am Start sind. Wenn er ein bisschen mehr Pace und Verteidigung bekommt, dann wird das eine sehr, sehr geile Karte zum Linken sein und die wird auch dann extrem teuer wahrscheinlich. Aus der Serie A bekommen wir noch Chiesa in Team 2. Die Gold- bzw. die Nike-Karte ließ sich schon sehr, sehr krass spielen von Chiesa und ich denke, hier die Karte wird nochmal einen Ticken krasser. Und Timo Werner bekommt auch eine Centurions-Karte. Das war's auch schon mit den Leaks, Jungs. Ich hoffe, ich konnte für euch alles zusammenfassen. Ich versuche das Video nicht länger wie 4-5 Minuten zu halten. Ich vermute mal, dass es sogar kürzer sein wird. Wie gesagt, wer Bock auf Streams hat, sehr, sehr gerne vorbeischauen. Wer neu auf diesem Kanal ist, Glocke aktivieren, um keine News, Leaks etc. zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und ich vermute mal, dass ich morgen nochmal ein neues Video raushauen werde, da wahrscheinlich morgen das komplette Team dann geleakt wird. Also danke an alle, die bis hierhin geschaut haben. Euch noch einen schönen Abend und haut rein!